Hallo und herzlich willkommen zu Teil 22 vom Mass Effect Renegade Run. Wir sind auf Würmeier gelandet und haben uns bis zu dem Camp durchgekämpft, wo die Salarianer sind, also dieser salarianische Spezialtrupp. Haben mit dem Captain Kira hier geredet, der gesagt hat, ja, wir haben Sarens Forschungsbasis gefunden. Und der baut eine Krogana-Armee und hat irgendwie ein Heilmittel gegen die Genophage gefunden. Wobei ich sagen muss, also ich zweifle da eigentlich immer noch dran, weil eigentlich hat das ja nicht. Er klont die doch einfach. Er hat einfach eine Klonarmee oder er schafft eine Klonarmee. Naja, aber auf jeden Fall unterhalten wir uns jetzt mit Rex, der nämlich gesagt hat, nein, wir müssen es auf jeden Fall lassen. Wir müssen die Genophage heilen. Ich brauche will eine Chance für die Krogana. Aber tut mir leid, Rex. Es gibt keine Chance. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Es muss getan werden. Saren ist hier der Böse, nicht ich. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Dafür habe ich keine Zeit. Ihre persönlichen Gefühle sind mir völlig egal. Diese Basis wird zerstört. Reizen Sie mich nicht, Shepard. Ich habe mich Ihnen angeschlossen, weil ich für mehr kämpfen wollte als für ein paar Credits. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Oha, frech, Alter, wie er die Waffe zieht. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich Ihnen den Befehl gebe, wieder einzuschwenken. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. So viel Zeit war das jetzt auch nicht. Das ist nicht Ihr Volk. Seien Sie nicht so naiv. Und das ist genau das, was ich meine. Das wird wieder zum Gleichen, oder? Erschießen Sie Rex. Was passiert, wenn ich das hier mache? Saren schert sich einen Dreck um diese Kroganer. Für ihn sind es Werkzeuge, Marionetten. Er wird sie vernichten, sobald er keine Verwendung mehr für sie hat. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Krass. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Und es gibt halt einfach abtrünnig, gell? Das ist so krass. Das ist so krass. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen halt eine deutlich andere. Ich finde es so krass. Es macht gar keinen Unterschied, ey. Das ist so verrückt. Renegade oder Paragon führt zu genau dem gleichen Ergebnis, nur wenn du eines von beidem nicht hast. Helfen Sie mir, Shepard. Dann passiert was anderes. Ich habe mich Ihnen angeschlossen, weil ich für mehr kämpfen wollte als für ein paar Credits. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung... Es reicht, wenn Sie wissen... Das war's. Wieso sehen... Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Die beiden führen genau zum Gleichen, nur die führen nicht zum Gleichen. Ich kann jetzt entweder Ashley das erledigen lassen oder ich erledige es selber. Mache ich selber oder lasse ich es Ashley erledigen? Alter. Commander, ist alles... Alles in Ordnung? Alles ist in Ordnung, alles gut. Ich fühle mich tausendmal besser als er. Ja, vermutlich. Was ist passiert? Ja, vermutlich. Er hat uns lediglich bewiesen, dass diese Basis bis auf die Grundmauern zerstört werden muss. Verdammt nochmal. Ich wusste, dass er wütend war. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ihn das Leben kosten wird. Besser sein Leben als das des Commanders.
Ja, vermutlich. Sehe ich nämlich aus, so abtrünnig 25. Ja, das hat sich gelohnt. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Und damit haben wir einen, der im zweiten und im dritten Teil eine sehr, sehr große Rolle tatsächlich spielt, der Rex. Es tut mir wirklich weh, das so gemacht zu haben und ihn da liegen zu sehen, weil er war irgendwie so wie, nicht ganz wie Garrus, aber er war fast wie Garrus, so unser Bruder. Unser Bruder im Geiste, der einfach, nicht im Geiste, sondern halt, mit dem wir so viel erlebt haben, der gesagt hat, mir kann man vertrauen, der mir vertraut hat, der gesagt hat, ja, ich schaffe es. Und der so dankbar war, dass wir die Genophage geheilt haben. Und den töten wir jetzt tatsächlich in Teil 1. Und damit gibt es in Teil 2 nicht ihn als Anführer des Erdnott-Clans. Und in Teil 3 nicht ihn als Anführer der ganzen Krogana. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was passieren wird. Sehr, sehr gespannt. Sie haben bezüglich Rex das Richtige getan. Er hätte die gesamte Mission gefährden können. Krass. Bei all diesen Abwehrmaßnahmen muss Saren etwas Gewaltiges verstecken. Krass, wie Garrus es einfach genauso sieht. Wow, wir haben da echt einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Von wegen, dass er Paragon wird oder nicht so ein fieser Typ wird. Krass, dass er uns... Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Krass, dass der unserer Meinung ist tatsächlich... Oder was heißt unserer Meinung, aber dass der denkt, dass es die richtige Entscheidung war. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Alter, ist das hart. Er verdient Respekt, er war mein Freund. Ladet ihn einfach irgendwo ab. Er hat mich verraten. Seine Leiche soll hier verrotten. Für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben, werde ich seine Leiche später von meinen Männern in den Sumpf bringen lassen. Voll krass, ey. Das heißt dann wohl, dass sie einen Plan haben. Das ist ja mal so krass. In der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Gefällt mir. Gut. Ich bevorzuge sowieso den direkten Kampf. So einfach wird es nicht werden. Wir haben nicht genug Leute, um sie direkt anzugreifen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Sie werden alle sterben. Hört sich gut an. Ich hoffe nur, dass sie lange genug überleben, um nützlich zu sein. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Das stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Vergessen Sie es auf gar keinen Fall. Es ist nicht meine Art, meine Leute dem Kommando anderer zu unterstellen. Verstehe ich gut. Aber diese Mission ist zu wichtig, als dass auf persönliche Vorlieben Rücksicht genommen werden kann. Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Dann geh du doch mit. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Klappe halten, Marines! Das ist immer noch meine Entscheidung, nicht Ihre. Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Nimmt sie keiner mit. Alenko, Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Wie war nochmal der Ablauf? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin bereit. Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein.
Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück. Wir werden es schon schaffen, LT. Wie sie ihre coolen Spitznamen benutzt. LT und Skipper. Kleiner Delfin. Die Situation ist gefährlich. Halten Sie die Augen offen und machen Sie sich auf alles gefasst. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Coole. Viel Glück, Commander. Coole Ansprache. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Das hoffe ich auch, Captain, das hoffe ich auch. Coole Ansprache. So, plötzlich deutlich weniger. Ashley und Garrus, mein neues Renegade-Squad, hä? Liara und Tali können daheim bleiben. Ach, Tali. Ach, Tali. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Ja. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Ja, mal schauen. Boah, krass, abtrünnig ist einfach komplett voll. Einschüchtern. Motivierter Käufer. Beim Verkauf von Gegenständen in Läden gibt es dreimal so viele zusätzliche Credits. Nicht schlecht. Kampfpanzerung mal noch ganz hoch und keine Ahnung, was wir sonst noch werfen, aber leider da. Mit ihr haben wir einfach noch gar nichts gelevelt. Ich glaube, wir tun hier mal ein bisschen was hochziehen, kurz, gell? Präzisionsgewehr mit einem Garrus. Dass die einfach auch ein bisschen mehr Schaden machen. Ihn vielleicht sogar. Ups. Was? Halt's Maul, jetzt muss ich einfach nochmal alles hochklicken, weil ich oben aus Versehen auf das Minus gekommen bin. Wie frech war bitte das? Dämpfung, ja. Und Ashley hat einfach noch gar nichts. So, Sturm, Angriffstraining. Wie viel Leben sie einfach hat. Ich habe ihre Leben jetzt fast verdoppelt. Ich weiß nicht, machen wir Pistole und Schrotflinte hoch, oder? Und dann müssen wir aber auch noch ihnen noch Waffen geben, glaube ich, dass sie noch ein bisschen mehr Schaden machen. Sonst reicht das nicht. Das haben wir Kampfpanzerung, auch mit Schildboost. Dann hält sie viel aus, aber eigentlich ist es egal, oder? Wie viel sie aushält. Schwere Panzerung. So, sehr schön. Machen wir noch Ausrüstung kurz. Bei uns brauchen wir, glaube ich, nichts machen. Ashley. Krass, sogar die leichte Rüstung scheint besser als das, was sie hat. Deutlich besser. Schadensschutz. Haben wir hier irgendwie das mit mehr? Ja, ist eigentlich egal, gell? Abwehr ist eigentlich egal. Wir brauchen Angriff. Wow. HMW. Ah, das geben wir um Garrus. Die Spectre-Dings. Die Spectre. Und dann brauchen wir noch was gegen Brandmunition, Proton, Schildumgehung.
Giftschaden. Das erste ist egal, gell? Das zweite und das dritte ist wichtig. Laufverlängerung. Hä, gibt's da nicht irgendwie was? Da gibt's doch eigentlich noch irgendwas gegen synthetische Gegner. Da noch einen schönes Scharfschützengewehr. Das hier zum Beispiel. Equalizer 7. Protonen, Polonium, Schredder. Genau, hier, Wolfram. Gegen synthetische Ziele. Ich hätte nicht alles durchticken sollen, gell, was ich hatte. Und dann noch wird Ashley vielleicht noch... Ich weiß nicht, was nimmt die für Waffen? Hier, Impulsgewehr. Haben wir da zwei davon? Oder habe ich jetzt keins mehr? Ne, wir haben tatsächlich echt zwei davon, krass. Eine Schrotflinte, noch eine schicke. Wolfram haben wir nicht nochmal. Gehen wir mal Schredder rein. So, und dann Pistole auch noch. So, und dann würde ich sagen, sind wir ready. Jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt machen wir nämlich richtig Schaden, glaube ich. Hoffe ich. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Eigo-Team, Manowai, Jaito-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Shadow ist am Boden. Shadow ist am Boden. Irgendwie verstehe ich es nicht ganz, warum denn Kaden oder Kaidan mitnehmen möchte, muss. Weil irgendwie hören wir ja beide. Das heißt, wir können auch so mit allen kommunizieren eigentlich. Wir sollten mal überprüfen, ob wir in diesem Außenposten nützliche Informationen finden. Na gut, dann überprüfen wir das. Wenn wir die Möglichkeit haben, den Salarianern zu helfen, machen wir das dann? Nee, ich glaube nicht, oder? Die sollen ruhig. Was passiert denn dann? Kann der Kira hier eigentlich hier drauf gehen? Eine gute Frage. Der gibt uns auf jeden Fall... Ja, okay, wow. Kommunikation habe ich jetzt... Egal. Ganz so arschig müssen wir ja nicht sein, oder? Eigentlich schon. Da gibt es uns auf jeden Fall Kriegsaktivposten im Teil 3 und in Teil 2. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowai. Aber vielleicht müssen wir das auch. Ich weiß nicht. Wie er gechillt da steht. Bisschen die Landschaft genießt. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Ha! Wie er aus dem Schild rausgegangen ist und ich ihn erwischt habe. Scharfschützengewehr macht schon immer Spaß, finde ich. Jetzt fängt der Spaß an. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Mit der Krogana gerade rückwärts gelaufen. Nicht jetzt, Shepard. Ich wollte auch zuerst eine Hilfestation. Warum gibt es da eigentlich immer so viel Medigel, wo ich doch eigentlich schon voll bin mit Medigel, oder? Muss ich das kaputt schießen? Hier gibt's wieder irgendwas. Boah, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht echt einfach mal lassen soll und gucken soll, was dann passiert. Vielleicht wir stehen tue unter ich Beschuss. Das. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Stimmt, hier war es so ein bisschen nicht linearer, gell? Gut, dass die hyperintelligenten Gev keinen. Nicht blicken, von welcher Seite wir kommen. Der blickt gar nicht, ey.
Herr Igor, stoßen Sie zu Keito. Stellung halten. Auf einen zugeschrieben kommen. Ich find's krass, wie die das alles überleben, wie die dann da liegen und man denkt, sie sind tot. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Aber sie sind dann gar nicht tot. Keinen Schritt weichen. Geito zu mir. Shadow muss nah dran sein. So, Tür auf. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich hier richtig bin. Wie war denn das? Da steht doch Flak-Türme ausschalten. Kira hieß Team. Funkverkehr, aha, ja. Also man kann tatsächlich in Nebenquest-mäßig die unterstützen, den helfen, aber das machen wir dann jetzt nicht weiter. Kann sein, dass das von selber... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dass man das tatsächlich machen muss. Oder so. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Die schaffen es schon. Alenko kann noch ein paar mehr übernehmen. Das würde das Aufkommen der Wachen in der Basis minimieren. Zu Befehl, Commander. Ich hoffe, Alenko passt auf. Voll asozial, ey. Ha! Vor allem, ja, das haben wir beim letzten Mal auf jeden Fall nett gemacht. Da haben wir uns selber gefunden gemacht. Hör, das war ein Salarianer. Greifen Ziel an! Feind gesichtet! Warum redet... Salarianer? Captain Kirahi sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Vor allem, warum hat er gerade Tali gesprochen? Greife Ziel an! Ist Tali nicht dabei. Ist einer von euch Tali? Hallo, wer spricht? Ich denke, wir sind bereit, Shepard. Ich denke auch, Garrus. Asari Intel Report. Was war denn das? Okay, nur irgendwas Codex-mäßiges. Hallo? Arsch. Ist da jemand? Stimmt, da gab es ja noch irgendwas mit irgendwelchen Tötet Gefangenen, sie gell? Riecht nach Ärger. Riecht nach Ärger. Ja, da ging die ganze Zeit. Herr Ito, halten Sie die Stellung. Wir wurden in die Zangen genommen. Sorry. Das ist dann wohl meine Schuld. Alarmsysteme deaktivieren. Muss ich das? Boah, ich weiß nicht, soll ich das machen? Funkverkehr, ich lasse es mal einfach, oder? Halt so richtig asozial, das zu machen. Nee, ich muss irgendwie runterfahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hier war. Hier ging es zum Labor, hier ging es zu den Laboren. So, Arrestebene. Ich glaube, da hoch ging es weiter, gell? Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Identifizieren Sie sich sofort. Niemand geht hier irgendwo hin, bis ich nicht ein paar Antworten habe. Private Maynard Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment, STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Können Sie mir helfen, oder muss ich Sie hier raustragen? Ich werde Ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben. Ich will einfach nur hier raus und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern. Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören. Hier stimmt was nicht, Commander.
Vergessen Sie ihn. Er gehört nicht zu unserer Mission. Nein. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Nein. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich. Aua. Mir komplett durchdreht. Aber nur einmal dagegen rennen mit dem Kopf reicht schon. Ich weiß gar nicht mehr, bin ich da richtig? Da waren doch, da waren die anderen Zellen, gell, oder? Aufpassen, aufpassen! Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu sprechen, Tali? Du bist doch gar nicht hier. Hier ging's nicht weiter. Okay. Wie ich halt echt einfach keine Ahnung mehr habe, wie das beim letzten Mal war. Oder hätte ich da irgendwie die Tür aufmachen müssen, dieses Sicherheitsding. Egal. Das, ich muss echt sagen, dass das so irgendwas in mir macht, dieses nur die Hälfte zu machen und alles übrig zu lassen. Also so unvollständig hier durchzulaufen. Dass sich das einfach so komplett falsch anfühlt. Obwohl das eigentlich der Plan ist, dass wir das genau so machen. Trotzdem fällt mir das schwer, muss ich sagen. Hab immer wieder Probleme damit. Stasi-Konsole. Ja, ja, die Asari-Wissenschaftler, das sind mir die Liebsten, ey. Wo sind die Waren? Wo ist Saren? Dr. Drojas. Da will wohl noch jemand die Genophage wirklich, wirklich dringend heilen. Aber das ist, ich verstehe das immer noch nicht. Das ist doch gar kein Genophage heilen. Das ist einfach nur die Klon. Als ob das nicht gepasst. Hallo? Jetzt. Chamäleon 8, leicht Quariana. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Na klar, Garus. Na klar haben wir das. Wir sind doch die Besten. Bin ich denn? Ich muss doch. Das passt, gell, zum Kommunikationsturm. Eingang Brutlabor. Ich glaube, da müssen wir hin. Weiß nicht mal genau, was das Kommunikationsturm uns gebracht hat, aber Brutlabor klingt doch sehr gut. Denke, wir sind bereit, Shepard. Ah, ja, genau. Die habe ich leben lassen, gell? Was hat die im zweiten Teil gemacht? Die kam auch im zweiten Teil. Die war die nicht bei dem Krogana dann? Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich glaube ihnen nicht. Jeder hier versucht, mich zu töten. Sehe ich etwa wie ein Soldat aus? Ich bin Neurospezialistin. Und dieser Job ist es nicht wert. Neurospezialistin. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Danke. Sämtliche Privatdateien von Saren. Das war ja einfach. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was genau erforschen Sie hier? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign,
Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Ja, das können sie gut, die Reaper, das können sie gut. Eigentlich interessant, dass das bei uns nicht funktioniert. Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde sie nicht leben lassen. So nämlich. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Es tut ihr leid, sie sind frei. Nee, es ist nett. Das hilft ihren Opfern auch nicht mehr. Nein! Nein! Und tschüss. Abtrünnig plus 9, wie die... Machen wir hier alles platt. Wie die gar nichts kommentieren, die beiden. Die Salarianer werden ihren Part erfüllen. Kümmern wir uns lieber um unseren Part. Wie sie überhaupt nichts kommentieren. Voll geil. Wie Ashley einfach nur hinterher geguckt hat. Dich stört es nicht, geil, Ashley. Dich stört es nicht. So, okay. Jetzt werden wir demnächst das erste Mal in Kontakt kommen mit der Saren. Die erste Kommunikation mit einem Reaper. Aber die werden wir auf morgen verschieben. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.